Hallo, kommen wir jetzt zur Multiplikation von zwei komplexen Zahlen. Hierzu wollen wir wieder zwei komplexe Zahlen in der sogenannten normalen Form verwenden. Nehmen wir beispielsweise die Zahl z1 ist 2 minus 4j und die Zahl z2 sagen wir mal, nehmen wir beispielsweise z2 ist gleich minus 3 plus 5j. So, diese beiden Zahlen wollten wir miteinander multiplizieren. Wir erinnern uns auch noch mal kurz an die realen Zahlen. Sagen wir mal, wir hätten die reale Zahl 2 und minus 3, würden die multiplizieren, kommt minus 6 raus. Bei den komplexen Zahlen ist das ein bisschen schwieriger. Hier müssen wir nämlich wieder die Klammerregel berücksichtigen. Ich setze mal Klammern und dann schreibe ich die Zahl z1 mal z2 nochmal hin und schreibe auch ausführlich die Klammern nochmal hin. Dann steht da 2 minus 4j mal minus 3 plus 5j. So. Und jetzt muss man beim Multiplizieren die Klammerregel wirklich berücksichtigen. Wir werden aber gleich sehen, das hilft uns etwas. Ja? Dadurch kriegen wir einen Vorteil. Ich fange mal an. Ja. Wir fangen an. 2 mal minus 3 gibt minus 6. Dann müssen wir den imaginären Anteil mal den ersten Realanteil rechnen, kriegen wir 10j raus. Dann den zweiten Realanteil mal den ersten imaginären Anteil, kommen 12j raus. Und 4 mal 5, minus 4 mal 5 gibt minus 20. Und genau wie bei einer binomischen Formel, j mal j, bekommen wir j Quadrat heraus. So, soweit so gut. Was müssen wir bei diesem Ergebnis jetzt noch machen, beziehungsweise was dürfen wir noch machen? Hier bei dem Realanteil ändert sich erstmal nichts. Ich schreibe ihn einfach nochmal hin. Minus 6. Aber hier 10j plus 12j können wir nochmal zusammen addieren und kommen dann auf 22j. Und jetzt höllisch aufgepasst. Schaut euch mal diesen Teil hier hinten an. 20 mal j Quadrat. Was war denn überhaupt nochmal j? Erinnert euch dran, das war die imaginäre Einheit. Aber für was steht dieses J? Dieses J steht doch einfach als Einheit, als Platzhalter für meine minus 1. Und was passiert, wenn ich diesen Wert potenziere, hoch 2 nehme? Dann steht da J Quadrat ist gleich minus 1 Wurzel im Quadrat und Wurzel mal Wurzel ist einfach wieder minus 1. Das heißt, immer wenn ich so eine imaginäre Einheit im Quadrat habe oder mit einer höheren Potenz, dann kann ich aus der Wurzel minus 1 wieder was Konkretes ausrechnen. Und zwar in dem Fall einfach wieder minus 1 und minus 20 mal minus 1 ergibt jetzt in dem Fall plus 20. Und dann kann ich diese plus 20 und diese minus 6 wieder zusammenrechnen und kommen dann in unserem Fall auf 14 plus 22. Das heißt, ich konnte durch diesen Trick mit dem J-Quadrat die Darstellung der neuen komplexen Zahl wesentlich vereinfachen.